Ein starkes demokratisches Zeichen, denn gleich zwei wichtige Volksbegehren schafften es ins Parlament. Das Volksbegehren Impfpflicht striktes Nein konnte knapp 270.000 Unterstützer für sich vereinen und das vom Lungauer FPÖ-Obmann Eduard Egger initiierte Volksbegehren Kaufregional wurde von mehr als 146.000 Menschen unterstützt. FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat diese beiden Volksbegehren ebenfalls unterschrieben. Das Volksbegehren Impfpflicht notfalls ja blieb übrigens weit unter der 100.000er-Grenze. Auch das zeigt einmal mehr, dass die Menschen das Corona-Regime satt haben und an einer Impfpflicht nicht interessiert sind. Der Widerstand gegen Zwänge und den Raub der Grund- und Freiheitsrechte wird immer stärker. Und das ist auch gut so. Also ich freue mich mal, dass dieses Impffreiheit-Volksbegehren ins Parlament kommt. Ich weiß, dass Kritiker jetzt schon sagen, es ist so wenig, so viel waren es nicht. Ich möchte darauf hinweisen, sehr viele Bürger zu Hause, vor allem in den kleineren Dörfern, hätten das gerne unterschrieben, haben sich nicht getraut, weil sie sagen, ich habe Angst davor, wenn der Bürgermeister Spitz bekommt, dass ich da unterschreibe, kriege ich keinen Kindergartenplatz, kriege ich möglicherweise keine Baugenehmigung, die ich brauche. Gerade in den ländlichen Regionen, wo jeder jeden kennt, ist das sicherlich sehr problematisch und sehr viele haben sich gefreut, dass es jetzt zumindest im Parlament behandelt werden muss. Ich hoffe, dass diese Bundesregierung jetzt endlich auch einmal beginnt umzudenken und sich an den Wünschen der Bürger orientiert und nicht sagt, sie zieht das Programm bis 2023 durch. Wer sich impfen lassen möchte, der soll das bitte tun. Zweimal, dreimal, fünfmal. Wer glaubt, dass es für ihn die richtige Entscheidung ist. Aber wer glaubt, dass es für ihn eben die falsche Entscheidung ist, der soll es lassen. Und es muss einfach in einer freien Gesellschaft möglich sein, dass man nicht einen Spalt noch tiefer in die Gesellschaft hineintreibt, sondern dass man wirklich versucht, auch als Regierung, als Regierungschef, diese Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Das ist Aufgabe der Politik.